Liebe Schüler, werte Eltern, werte Kollegen, mein Name ist Henri Lennart. Ich habe an der Universität Lüttich mathematische Wissenschaften studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am César-Franck-Athenäum in Chemnitz. Wegen den schwierigen Lernbedingungen während der Corona-Zeit ist mein persönlicher YouTube-Kanal Mathe bei Henri Lennart entstanden. Hier biete ich den Schülern aller Sekundarschulen eine Lernhilfe in Form von selbst erstellten Mathe-Tutorials an und möchte Ihnen, euch, jetzt kurz zeigen, wie man was wo finden kann. Zuerst geht man selbstverständlich auf youtube.com und hier im Suchbalken von YouTube gibt man ein Mathe bei Henri Lennart und so stößt man auf diese Seite, auf der zu erkennen ist, dass sich bisher 325 Personen an meinen YouTube-Kanal abonniert haben und dass ich bisher 306 Videos veröffentlicht habe. Wer über die letzten neuen Veröffentlichungen informiert sein möchte, kann sich sehr gerne an diesen Kanal abonnieren, indem er hier auf Abonnieren klickt. Das kostet nichts und freut mich sehr. Ich klicke jetzt hier auf Mathe bei Henri Lennart und sofort stößt man dann auf meinen Kanal. Hier erkennt man die letzten veröffentlichten Videos und hier sieht man verschiedene Playlists. Sucht man zu einem gewissen Thema Erklärungen und Informationen, so kann man dieses Thema hier oben im Suchbalken eingeben. Ich suche jetzt zum Beispiel Erklärungen zum Satz des Pythagoras. Dann tippe ich da oben ein Pythagoras, Enter und sofort erscheinen dann verschiedene Tutorials, die ich erstellt und veröffentlicht habe bezüglich Pythagoras. Wer Themen nach Schuljahr sucht, der geht besser in diesen Playlists schauen, auf die ich jetzt etwas näher eingehen werde. Auf meinem YouTube-Kanal befinden sich insgesamt 15 Playlists und so heißen die 5 ersten. Im César-Franck-Athenäum haben die Abiturienten die Möglichkeit, einen Zusatz-Mathematikkurs zu belegen und die entsprechenden Tutorials sind in dieser Playlist untergebracht, Mathe 7. Sekundarschuljahr. Die gleichen Playlists gibt es auch auf Französisch. Die 5 weiteren heißen so. In dieser Playlist RSM für rasant schnelle Mathe sind verschiedene Tutorials untergebracht, verschiedenster Themen und in der Reihenfolge nummeriert, in der sie mir eingefallen sind. Die gleichen Tutorials gibt es auch auf Französisch. Unter dieser Playlist zu finden, MTR für Les Maths très rapides. In den 2 weiteren Playlists GeoGebra Deutsch und GeoGebra Français werde ich noch Tutorials zu der weltbekannten App GeoGebra erstellen. In der letzten Playlist, die heißt Der Lehrerberuf in Ostbelgien, beschreibe ich meinen Beruf. Lehrerberuf. Ich wünsche euch allen gute Arbeit und viel Spaß beim Stöbern auf meinem YouTube-Kanal.